In der Völklinger Meeresfischzucht tummeln sich die ersten Fische. Als erstes wurden russische Störe in die Becken der Eingangskontrolle eingesetzt. Der technische Leiter der Anlage, Benjamin Schwarz, passiert gleich morgens die Hygieneschleuse, um zu sehen, wie es den 4000 kleinen Setzlingen geht. Die Tiere kamen ja letzte Woche Donnerstag aus Ungarn. Die wurden dort in Süßwasser aufgezogen. Das sind Setzlinge, die haben ein Mittelgewicht von 40 Gramm. Insgesamt haben wir jetzt hier 4000 Tiere, sodass wir 160 Kilo Fisch in dieser einen Anlage a 25 Kubikmeter Wasser haben. Nach einer 6- bis 8-wöchigen Beobachtungsphase werden die Störe in die großen Becken in der eigentlichen Halle der Meeresfischzucht gesetzt. Ende Februar kommen jeweils 90.000 Doraden und Wolfsbarsche hinzu. Im März komplettieren dann die Gelbschwanzmakrelen, auch Yellowtail-Kingfische genannt, den Völklinger Besatz. Die Vermarktung der Meeresfischzucht übernimmt Hans Agostini. Wir werden uns jetzt halt in der nächsten Zeit jetzt gerade schon mal darum kümmern, die ersten Adressen aufzufrischen und zu sagen, okay, wie sieht das Interesse aus, welche Mengen stehen zur Debatte. Und wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass die Wertigkeit des Produktes, die Nachhaltigkeit für das Produkt und die Zurückverfolgbarkeit, was ich für am allerwichtigsten halte, dass die auch gewährleistet ist, somit der Verbraucher, der sie zum Schluss isst, weiß, wo stammt der Fisch her. Eigentlich ist es die Aufwertung eines Fischproduktes in einer Größenordnung, die man bis dato eigentlich so nicht gekannt hat. Der Einzelhandelspräsident aus Völklingen und der Schweizer Marketingprofi Gerd Schnieder kümmern sich als Berater um den Absatz.